Sodele. So, guten Morgen, ihr Leute. Wir machen heute mal ein bisschen Poppy Playtime, checken mal die Lage, ne? Boah, machen es euch gemütlich, Abfahrt. Ist jetzt erstmal Testaufnahme, ne? Wir gucken einfach mal, was abgeht. So, das ist der ganze Case. Haben wir doch alles soweit eingestellt? Ja, ne? Das dürfte alles passen. Dü. Sieht man leider keine Zahl, ne? Sharpening. Also das zweite Kapitel haben wir noch nicht angefangen, beziehungsweise das erste Mal gespielt gehabt. Und jetzt halt das zweite, je nachdem, ne? Das wollten wir im Stream eigentlich spielen und das ging halt voll in die Hose. Ich mach doch ein bisschen lauter. Na komm, so ein bisschen, ne? Ja, das ist okay. Im Spiel ist ja auch wieder ein bisschen leiser. So, Best Quality, best. Motion Blur kann weg, aber sowas von. Braucht kein Mensch mehr, das Ding. Gut, back und let's fetz. Wie gesagt, Kapitel 2, Fly in a Web. With Poppy now free, the situation begins to change rapidly while you search for any way to escape the factory. Ich habe keine Ahnung, da ist es schon ein bisschen länger her. Let's go. The fuck? What? With Playtime Co.'s new patented elastic plastic, you can stretch, pull, and twist Mommy Longlegs in the craziest ways. She loves watching. Alter. When you're having fun, so ekelhaft, ey. The new Mommy Longlegs from Playtime Co. What's the time? Okay, alles so VHS-mäßig gemacht hier. Muss man wahrscheinlich auch wieder die Kassette finden. Das ist doch mal vom ersten, glaube ich. Vom ersten Kapitel. Oh weh. Wake up. Poppy Playtime. Oh weh. So. Blub. Hallo, die Lüt. Sagen wir mal, guck, wie es aussieht, ne? Also, keine Ahnung. Achso, nee, hier haben wir Schluss gemacht gerade, stimmt. Hier wurde mal Schluss gemacht. Wir sind von dem Ehen, ne, dieser Poppy, dieser blaue, lange Dude, der ist irgendwie da runtergefallen, ist gestorben. Stimmt, und hier haben wir aufgehört, ne? Wir haben hier unser sexy Händchen. Da können wir ein bisschen Sache anstellen, alles antatsche. Alright. Wahrscheinlich wieder einfach übelste Rätsel. Hä? Hier war doch die Puppe drin, ne? Ja, hier war die Puppe drin. So ein bisschen, wie heißt die nochmal? Emily? Nein, oh, wie hieß die nochmal? Annabelle. Also, es sah so ein bisschen aus. Muss ich das hier wegmachen, oder was? Ah, könnt ihr einfach die Tür nehmen, ne? Alright. Wie? Ich freue mich aber so ein bisschen drauf, ne? Einfach nur mal Horror. Ist lange her. Vor allem nur mal einfache Aufnahmen und ich bin hundertprozentig in dem Spiel einfach konzentrationiert. Aber mal gucken, wie es mit den Rätseln läuft, ne? Es läuft ja mal so. So, wer ist näher? Kleiner Roboto. Sache Schriftart. Roboto. Warte, ich mach's mal extra noch ein bisschen lauter, ne? Im Stream habe ich zum Beispiel ein bisschen leiser für die Leute, wo ich zugucke. Ich mach's mal hier so ein bisschen, also, weil das ist bei Horror, glaube ich, ganz geil. Ja, komm, warum nicht? Ein bisschen Horror, ein bisschen laut. Kann ich das hier wegbewegen? Nee. Okay. Hä? Kann ich das so irgendwie? Kann ich da irgendwas? Ich glaube, ich kann da gar nichts machen. Keep going, hat sie gemeint. Warte mal, kann ich vielleicht? Moment, kann ich die Leiter holen? Nee, ist zu schwer, das kann ich vergessen. Okay,
Okay, I don't know. Vielleicht sind da noch irgendwie Collectibles versteckelt. Keine Ahnung. Ich guck trotzdem in den Chat, obwohl das Stream nicht an ist. Das ist so ungewohnt. Ach man. Aber ich habe gesagt, ich will mal öfter noch ein bisschen spielen, wo halt auf dem Twitch-Kanal bei mir nicht so passe. Die nehme ich jetzt auf und baller die halt auf meinen YouTube-Kanal. Dann ist auch noch ein bisschen Futter. Elliot Ludwig. Kann ich hier was machen? Ach, guck mal. Ach, so. Ach so. Okay, alles klar, gut. Guck mal da. Flop. War schon eine knappe Nuss hier. So. Was ist mit dir? Press hier. So, das ist dieser blaue lange Dude, wo ich gemeint habe. Wo ist der Name von ihm? Poppy. I don't know. Ich drück das trotzdem jetzt ein bisschen, ne? Etwas spamme. Vielleicht kann ich irgendwas triggern. Oder Achievement, I don't know. Oh, warte. Hey, let's go in here. Komm her. Da müsste ich doch hingehen, Kinder. Das sieht doch gut aus, nur noch wie ich hier. Komm mal her. Ah ja, allemal. Wer ist denn das? Schlüssel? Pick up a key. Ja, toll, ne? Das ist Makio, ne? Das ist klar. So, dieses Klischee. Komm ich hier? Ich vermute, ich muss jetzt zurück an die Tür. Und das war der Schlüssel für die Tür, ne? Wozu war vorhin? Na! Moin! Poppy, thank you, Mr. Ludwig. Ludwig! Oh, Käse. Bin ruhig. Er ist mal angekrabbelt. My best friend. Picked up Daisy. Okay, ich denke, das sind Collectibles. I guess. Was ist denn da los? Es sah halt logisch für mich so aus, ne? Also, ja, ne? Also, tschüss. Oh, nice. Warte. We got a tape. Let's look some tapes. Playtime Co. is the product of a great man by the name of Elliot Ludwig. Ein Gefühl, irgendwas ist hinter mir. But a family man at heart. His sights were always set on bringing amazing toys to amazing children around the globe. Ludwig spent countless hours in the factory, working overtime relentlessly in an attempt to continuously innovate and surprise. In the 1960s, an unfortunate family death had pushed Ludwig down to his lowest. But with so much ambition, he rose back up and continued to fulfill his vision for the Playtime Co. toy factory. Ludwig could never be content leaving a project unfinished. But just how did one man come to create such an astounding empire? How did he manage to stay determined even after suffering such a tragic loss? It all began in the fateful year of 19... Ich kann nicht mehr reden heute. Schon erst frisch Feierabend und jetzt zugestoßen. Und man einfach gedacht, komm, ich probier's irgendwo mal. Poppy Playtime. Das Kapitel 2 wollte man mal spielen. Ich glaube, der 1er, habe ich Kapitel 1 hochgeladen? Ich weiß es gar nicht. Und wenn nicht, kommen sie halt verschieden. Na, also kommt der erste, zweite und dann der erste. Ist schön, nicht so wichtig. Wenn überhaupt. Ich hab Bock auf das zweite Kapitel. Das andere haben wir schon im Stream oft genug gespielt. Kapitel 1. Weil es hier so buggy war beim letzten Mal. Oi, oi, oi. Moin. What fuck? Ah, okay. Okay, das kennen wir noch aus dem ersten, ne? Okay, ich muss hier irgendwie so die Power hinkriegen. Aber ich muss die hier beide connecten. Warte mal. Das machen wir mal fünfkopfmäßig. Ich bin doch super ein Rätsel. Ich weiß das. Hä? Hallo? Völlig. Was? Muss ich da überhaupt? Muss ich da dran? Warte mal. Ja, doch, oder?
Ist das doch jetzt so ein Connector oder nicht? Das sieht für mich aus, als wäre das... Als wäre das einfach so ein Alarm oder so. Nee, das ist das nicht. Das ist nicht das zum Connector. Safe. Komm. Bzz. Shit, das geht schon mal nicht. Oh weh. Lang ist es her. Komm, das geht mal hin hier. Das war stupid und useless. Nein! Warte. So. Einmal. Zweimal. Und dann halt gucke, wo das andere Ding hier ist, ne? Ah! Oh, das war's doch. Okay, es hat für mich ausgesehen, als wäre es Alarm. So, I don't know. Schon irgendwie, mindestens wäre der Oppe irgendwie was. Na gut. Ich will Treehover, dass du mal da... Oh, moin. Jo, okay, Problem. Abfahrt. Oh, scheiße, jetzt muss ich irgendwie... Okay, okay. Beim zweiten Klick länger drauf bleiben. Alles klar. Hä? Was ist denn? High five. Ah, look at these. Okay, das kennen wir auch noch. Okay. Ah, sind ein paar Dinger dabei, die sind einfach neu, ne? Also rätselmäßig haben sie wahrscheinlich ein bisschen was anderes angestellt hier. Müsste lang, oder? Okay. Ah, alles geplant. Ad. A buzzy bee, that's me. Hallo. Brav. Oh weh. Das ist irgendwie schon so kindermäßig, aber irgendwie auch cool gemacht, ne? Das ist halt was ganz Eigenes hier, das finde ich geil. Wer ist ich denn? Naja, Ronald Chamber ist keine so gute Idee. Ja, und nu? Was willst du machen hier? Was ist da los? Oder muss ich doch Ronald Chamber? Nee. Production, Game Station, Innovation. Okay. Kann ich speichern? Ich weiß nicht, soll ich... Vielleicht gibt's Achievement. Ich würde hier schon gern... Ach komm. Na mal gucken. Hallo? Hä? Ah, es ist gewollt. Nice. Power. I get power. Hallo, Kopf. Kleiner Dumpfkopf. So. Power, okay. Also erstmal ein paar Riddles. So, Mr. Riddle. Maybe like this? And, oh, was? Ja, wie mies. Du ist hier noch so Ding drin. Okay, wie sieht's hier aus, oder? So. Was? Ich hab keine Ahnung, was ich mache. Okay, also das geht schon mal nicht. So ist direkt die Connection weg. Ich muss die irgendwie... Shit, ich muss die wirklich connecten. Vielleicht so? Hä? Oder muss ich hier vielleicht irgendwas umstellen? Jetzt anfassen? Nee. Okay, du fahren als die Tore direkt hoch. Das ist halt ein bisschen. Meh. Wie sieht's dort mit aus, wenn ich das vielleicht irgendwie umgehe? Bringt das was?
Chat, Hilfe. Nee. Das ist weiter hinten, das ist weiter vorne. Ich habe frisch Feierabend und jetzt gönne ich mir sowas, ne? Mein Hirn ist eigentlich schon tot. Aber ich wollte es einfach testen. Ich wollte unbedingt, wenn ich jetzt mal anfange. Kann ich hier? Das geht hoch, wenn ich das hier berühre. What? Keine. Muss ich? Ich gehe mal kurz gucken, was da hinten noch ist. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich muss so nicht lang. I don't know. Oder das ist einfach nur was zum Triggern. Nee, das ist ja Quatsch. Da muss man irgendwie Energie hier anschalten können. Für die Game Station. Irgendwie. Okay, hier lang kann ich so nicht. Wie gesagt, soll man hier rauskommen. Kann ich hier irgendwas wegbewegen? Irgendwas? Kann ich die Tore vielleicht unbehalten? Irgendwie runterdrücken? Irgendwie? Ne? Oder mich draufstelle? Wo ist denn das andere Tor? Ist doch da vorne, ne? Guck mal hier. Hä? Aber dann geht das andere zu. Ich muss das, glaube ich, von dieser Seite aus machen. Help! Nee, wir probieren schön weiter. Hä? Ist da noch irgendwas zu machen? Oder ist das einfach nur wirklich zum... Oh, okay. Oder? Okay, ich kann. Ne, kann ich? Ist das so gemacht? Ja, ist das so gewollt? I don't know. Maybe ist das die Lösung. Ne, ich kann nicht rüberjumpen. Verdammt, ich habe dabei gedacht, dann könnte ich rüberjumpen und könnte es halt dort irgendwie connecten. Aber dann würde das auch wieder hochfahren. Dann wäre, ja, wäre nicht so gut, ne? Wer baut denn sowas? Es hat bestimmt was mit dem Rohr zu tun. Chat ist hier nicht an. Ist doch easy, ich hab doch nur so gemacht, als würde ich das nicht wissen. Versteht sich doch. Ui. Und so, liebe Kinders, löst mal die Riddle. Okay, gut. Ich habe das Rohr komplett ignoriert, obwohl es einfach highlighted einfach in der Mitte ist, wenn so... Ja, irgendwie muss es so gehen. Ach, para, para, para. Nee, nicht anfassen. Alter. Das ist einfach ein fucking Spielzeug. Hey. Erst klein. Was? Mach dich fort, du bist so widerlich. Ekelhaftes Kleidzeitgestell. Was? Die Au wie Psycho, Alter. Ey, die hat mir die Hand geklaut, das ist schon bei Ash. Du Sau. Oh, das gibt aufs Maul, aber mit der Blauhand. Die ist ja nur sonst blau. Hm?
Hallo. Oh, ich lieb die Hände. Ich hab dir nicht zugehört, ist mir aber egal. So, und du willst jetzt, dass ich noch weiterkomme. Denkst du, ich hab Angst vor... Ah. Er hat's Bohr gefasst. Okay. Ui. Sieht aus nur noch so Kampfarena oder sowas, ne? Das ist die Game Station, aber es sieht doch wirklich so aus, als wäre du irgendwie gleich Rambazamba. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, das wäre zu schnell. Das wäre viel zu schnell. So, jetzt schon Bossfight und direkt Ende. Obwohl, der erste Teil ging auch nicht so lang, ne? Ich habe extra keine andere Streams geguckt oder irgendwelche andere Videos. Ich wollte es halt für mich selber von null auf einfach wieder starten. Weil es leuchtet, muss es bewegt werden. Hi Kids, willkommen zu der Game Station. Ich bin Stella und wir haben drei super Trust-Nobody. Games zu spielen. Diese kleinen Tests zeigen uns, just how crazy strong and smart you are. Follow Mommy Longlegs down the stairs and we'll start by playing Musical Memory. See you in a bit. Ihr Leid, das kann ich jetzt schon vergessen, ne? Musical Memory, bist du bescheuert? Ich habe halt lauter Zahlen und ich habe... Da war eine Mücke. Lauter Zahlen heute im Kopf gehabt. Ich bin total fertig, aber ich habe Bock zu spielen und ich werde es wahrscheinlich verkacke, aber... Es ist mir egal und... Hallo. You stupid. Okay, die müssen wir irgendwie noch aktivieren. Musical Memory. Ja, dann gehen wir dort mal hin. Oh weh, oh weh, oh weh. Hallo, familiefreundlicher Content hier. Ah, tschüss. I end my life, so... Und ja, meine Kopfhörer sind auf 120%, ich höre alles ein bisschen lauter. Ich höre trotzdem alles auf 100%. Nicht wie im Stream auf 80 oder auf 90 oder sowas, was ich dargestellt habe. Ein bisschen sanfter. Nur weil Horror. Es gehört sich so. Wäre der gute Kackstift-Moment. Was ist denn das? Erstmal Licht anmachen. Samu, das ist doch nämlich normal. So eine Mücke, ne? Hallo! Wer ist denn er? Ist du irgendwo. Ah, guck mal, du hast Fernseh. Dann spielen wir erstmal die VHS-Setup hier. So, pst. Okay, 10 Sekunden, Charge. Okay, ich habe nur geringe Zeit, um diese dreieckige Gedönse hier irgendwie zu aktivieren. Okay. Das habe ich unterstanden. Ansonsten dead. Bitte, kein Problem. Use your grab pack responsibility, okay. Responsibly. Billy Billy. Ah! Fusel, Bähle! Lotto! 6 aus 49. 1000. So. What is going on? Ich aktiviere einfach mal alles. Ich klicke einfach mal alles an. Oh, Huselbeele. Ach so. Ah, ich hab gemerkt, das wird noch, dass du noch mehr rausfließt. Könnte ich auch was machen, naja. Aha. Safety first. Playtime co. Schneebidi bubidi babidi bub. Geil ist, ich habe halt nicht zugehört, ne? Aber es mir wascht. Mir hat schon Schlimmeres überlebt.
Ach, warte mal. Ach. Nur aus Versehen. Cool. Fünfkopf. So, nochmal. Jetzt müsste das ja alles hochflattern, ne? Guck mal, er ist müde. Total fertig. Der ist total zuge... Ne? Also bekommen wir gleich eine neue Hand. Ja, Produktionsqualität. Alles mal erstmal checken. Herr Anton, das Gefühl, dass du irgendwo was rausjumpt. Diese kleine, ekelhafte Schnurhand. Was? Achso. Do it. Huh? No paint in machine. Paint. Ja, bitte, was ist da los hier? Bleib mal ein bisschen im Ecke stehen, ne? Ich hab keine Angst. Okay, irgendwo muss Farbe sein. Na, guck mal, die war vorhin zu. Das war vorhin zu. Ah, das ist doch, oder? Warte. Ich guck mich hier nochmal kurz um. Na, das sieht man gar nichts. Ja, Farbe, ne? Let's go. Kann ich hier einfach runterjumpen? Freiheide! Wunderbar. So, weiter. Jetzt müsste ich das doch hier... No pay... Immer noch? Ah, okay. Ich dachte aber, ich müsste für jeden für jede Hand irgendwie hochrennen. Wäre ein bisschen weird. So, jetzt kommen wir zum finalen Produkt. Husch. Und jetzt? Ah, ach so, okay, okay, okay. Ist was Neues. Das ist neu. Das ist nice, let's go. Techno-Rave. Techno-Reife. So, warte. Sieht aus wie Eichhörnchen. I know when your birthday is. Welchen nett, halt's mal. Ich denke mal, ich mache hier mal für die erste Folge, wie gesagt, erstmal zum Aufwärmen. Lass ich mal so, ich nehme jetzt noch ein bisschen weiter auf, aber für die erste Folge langt das mal, ne? Lass mal so kurz stehen. Ja, wir sehen uns im nächsten Part, gell? Alle hopp, lass es euch gut gehen und ja, bis gleich oder später, gell?